Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 2 von Etappe 19 Let's Fly Around the World. Istanbul nach Zürich. Die letzte Etappe von Let's Fly Around the World, leider. Wir sind jetzt hier ungefähr noch 15 nautische Meilen vom Top of Descent entfernt. Und ihr wisst, beim Airbus muss man das früh genug selber auslösen hier, diesen Descent. Also drehe ich ihn hier mal auf gleich auf 3000 Fuß runter und löse mit einem Linksklick den Sinkflug aus. Das heißt jetzt, wir geben die Fasten Seatbelts wieder rein und genießen jetzt hier noch den Anflug auf Zürich. Von der Landschaft kann ich euch jetzt im Moment hier noch nicht wahnsinnig viel zeigen. Ihr seht hier, wie er langsam unter uns die Städte und so weiter aufbaut. Wir sind noch ein ganzes Stückchen vom Kempten VOR entfernt und werden dann wahrscheinlich über den Bodensee und wie gesagt über den Zürichsee oder kurz im Moment, nee, über den Zürichsee werden wir wahrscheinlich nicht fliegen, das ist jetzt der andere Anflug, aber wir werden dann über den Bodensee unseren Anflug auf Zürich beginnen. Wir können noch schnell einen Blick auf den Approach-Abschnitt hier im FMC werfen, und zwar Performance. Und wir geben jetzt nochmal Zürich als aktuelle Wetter ein. Aha, okay, doch variabel und 3 Knoten jetzt. Das heißt, unsere initiale Planung wird jetzt hier nochmal aktuell. Das heißt, wir könnten eigentlich unser ursprüngliches Arrival wieder eingeben, damit das wieder passt. ILS 34 Mega 1A. Okay. Wir kontrollieren kurz den Anflug. Mega. Amiki. Ja, ist nicht ganz wie geplant hier. Es geht hier nicht mehr über Kloten. Aber ich denke, das ist okay so. Wir kommen dann über den Zürichsee rein. Das wird ein schöner Anflug. Zürichsee bei Nacht ist ja auch nichts Hässliches. Und das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal auf die Approach Phase. Geben den QNH ein. Das ist 1013. Die Temperatur momentan 27 Grad. Okay, das ist jetzt, stimmt jetzt nicht ganz für die Nacht. Das heißt, wir geben hier 22 Grad ein. Kein Wind, Transition Altitude 7000 und Radio Altitude 180 Fuß, geben wir als Decision Height in, ein und wir landen mit Full Flaps mit 1.46 Approach Speed. Gut, wir wechseln hier wieder auf Arc und sehen hier dann schön den Anflug hier vor uns. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich dann, sobald es wieder ein bisschen interessanter wird vom Anflug her. Bis gleich. So, da unten direkt jetzt beim linken Flügel seht ihr Friedrichshafen. Das heißt, wir überqueren jetzt gerade die Nordküste des Bodensees. Wie gesagt, das ist eben das Problem am FSX, wobei das ja auch in gewisser Weise realistisch ist, dass man in der Nacht nicht gerade allzu viel sieht. Aber hier mal eigentlich ein schöner Blick auf Friedrichshafen. Das ist übrigens German Airport Friedrichshafen von Aerosoft. Das habe ich installiert. Der Grund, warum ich es installiert habe, war ein Livestream. Wer meine Livestreams verfolgt, weiß, habe ich im Rahmen eines FTX Global Showcase installiert. Und ja, bin von dort abgeflogen Richtung Alpen. Und ich hoffe, ich kann bald wieder ein Live-Showcase machen. Jetzt geht es dann hier gleich mal nach Süden weg, oder besser gesagt Südwesten. Im Moment geht es hier noch entlang der Nordküste des Bodensees und jetzt drehen wir hier Richtung Südwesten ab und wir sind dann bei 16.000 Fuß und ich denke, so ab 10.000 Fuß
werde ich dann den Anflug in einem Stück zeigen. Bis gleich. So, und los geht's mit unserem Anflug jetzt auf Zürich. Wir sind am Miki vorbei und haben jetzt 10.500 Fuß gleich mal passiert. Das heißt, ich schalte jetzt schon mal die Lichtlein ein. Das Flugzeug verlangsamt jetzt bei 10.000 Fuß automatisch auf 250 Knoten für die Geschwindigkeit unter 10.000 Fuß. Sehr, sehr komfortabel. Ich muss sowieso sagen, also der Airbus X Extended hat sich für mich zum absoluten, zu einem meiner absoluten Lieblingsflieger entwickelt. Einfach auch aus dem Grund, weil er vom ganzen Handling her wahnsinnig einfach ist. Also so wie das eigentlich auch gedacht ist, dass man einem Piloten relativ viel Arbeit abnimmt. Und ja, ich finde ihn einfach, er fühlt sich auch gut an. Also von der Performance her und von allem finde ich ihn ein sehr, sehr angenehmes Flugzeug. Also wie immer, wärmste Empfehlung. Jetzt gibt es hier vom Anflug eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Wir schauen uns jetzt noch ganz kurz noch einmal die Approach Phase an, weil er ja oft noch bei der Geschwindigkeit was umändert. QNH haben wir 10.13, das heißt, das können wir jetzt eigentlich schon umstellen. Das ist ja sowieso Standard, aber wir stellen es jetzt auf lokale QNH ein. Jetzt sind es bei 8.700 Fuß. Die Berechnung passt noch, 146, Approach Speed 151, das habe ich vorher falsch gesagt. Wir armen jetzt auch schon die Speed Break. Ground Spoilers. Jetzt kommen hier auch langsam die Landschaftsdetails raus. Ihr seht jetzt hier, die Hauptverkehrsadern werden jetzt mit schönen Lichtern bereits besetzt. Das heißt, jetzt wandelt sich das Bild hier ein bisschen was Detaillierteres. Und eigentlich, wenn wir nicht ganz täuschen, müssten wir dann hier, wenn wir die Kurve machen, schon ziemlich über dem Zürichsee sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da vorne müsste das Ufer sein. Und dann geht es hier links im Ufer entlang, rechts im Ufer entlang. So, jetzt haben wir 7.000 Fuß gleich mal. Das heißt, wir machen jetzt Activate Approach Phase. Und wir steuern jetzt aber selber noch die Geschwindigkeit. Sonst werden wir hier im Anflug ein bisschen zu langsam. So, und da vorne, das müsste jetzt das Buch, ja, das ist, ihr seht, das ist eine Hauptverkehrsader hier. Und jetzt poppen hier langsam die Lichter auf. Wie gesagt, nicht ganz einfach, hier alles in der Nacht zu erkennen. Täusche, müsste das jetzt hier das Ufer des Zürichsees sein, weil wir jetzt auch gleich mal hier, ja, jetzt wenden wir hier nach rechts ab. Da oben zieht, glaube ich, das müsste dann eine British Airways wahrscheinlich sein. Ja, A319. Also da unten fliegen wir irgendwo lang. Und hier eben der Zürichsee. Und
wir kümmern uns jetzt um unseren Anflug. So, jetzt kommt hier der Decelerate-Punkt. Das heißt, wir verlangsamen jetzt mal auf 200 Knoten hier. Geben Flaps 1. Aktivieren jetzt den Approach. So, den Localizer haben wir bereits. Oder naja, kurz davor. Wir verlangsamen weiter auf 190, damit wir Flaps 2 geben können. So, ein kleiner Nachlader. Flughafen sehe ich schon. Localizer ist captured. Jetzt müssen wir weiter verlangsamen, weil wir sind zu hoch. Ja, er fängt uns den Descent auch nicht ein. Jetzt übernehme ich hier selber. Sonst schaffen wir das nicht mehr. Jetzt muss ich hier ein bisschen forsch zur Sache gehen. Ich gebe jetzt hier auch nochmal die Speed Brakes raus, damit wir das noch schaffen, und das Fahrwerk. Gut, Speed Brakes wieder rein. Und Ground Spoilers armed. Und Flaps 3. Hat jetzt hier ziemlich viele Nachladeruckler drinnen, das kommt natürlich, weil er die Szenerie jetzt einladet. So, Flaps full. Jetzt wird es langsam interessant. Wir sind, würde ich sagen, vom Gleitweg her relativ gut unterwegs. Jetzt nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren. Ausgerichtet sind wir noch nicht schön, aber wir haben ungefähr die Approach-Geschwindigkeit. Fahrwerk ist draußen, das heißt, vom der Landing-Checklist haben wir alles. So, jetzt sind wir hier schön ausgerichtet, würde ich sagen. Einigermaßen. Schön auf dem Gleitweg. Approach-Speed passt jetzt auch. So, ladet hier immer wieder mal ein bisschen was rein. Gut. Die Puppy Lights passen auch. Wir sind schön ausgerichtet. Bisschen langsamer könnten wir noch sein. Ein bisschen weiter links könnten wir sein. Approaching. Three, four. So. Jetzt wird's interessant. 400. Minimum. Continue. Flight slow. 100. Flight slow. 50. Flight slow. 40. 30. 20. Retard. 10. Retard. 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 Ja, habe ich. Gut, reverse. Reverse green. So, da geht ein Taxiway raus.
hier zuerst mal ein bisschen orientieren. Das ist gar nicht so einfach. So. Gut. Wir machen mal den Cleanup. Flaps retract. Das passt mir jetzt nicht ganz. Okay. Gut, dann den Transponder weg. Wir starten die APU. Lights gehen auch weg. Strobe off. Das Taxilicht. So, willkommen in Zürich. Die Landung war ganz okay, habe ich gefunden. Ich hoffe, ihr findet das auch. Ich musste ein bisschen forsch reagieren, weil er nicht ganz auf dem Gleitpfad war. Ich war zu hoch. Aber ist sie noch gut ausgegangen. So, jetzt geht's hier schnurstracks zum Terminal. Kommen wir hier am Terminal E vorbei. Ja, das war's mit Let's Fly Around the World. Ich fasse es eigentlich noch gar nicht, dass es vorbei ist. Wie ihr es bereits am Anfang von Folge 1 mitgeteilt bekommen habt, wir haben ca. 28.000 nautische Meilen hinter uns. Das ist ganz beachtlich. Wir sind um die ganze Welt geflogen. Wir haben sehr, sehr viele, finde ich, schöne Add-on-Airports gesehen. Wir haben sehr, sehr viele schöne Add-on-Flugzeuge gesehen. Und ja, also im Laufe dieser Let's Fly Around the World Tour hat sich flugsimulationstechnisch einiges getan. Die PNDG 777 ist erschienen, FTX Global hat sich gewandelt mit der jüngsten mit dem jüngsten Zugang, dem OpenLC Europe Package. Es hat sich ja einiges getan und ich finde eigentlich unser Hobby, gerade auch FSX und das ganze drum und dran, ändert sich und verbessert sich mit jedem Jahr, finde ich, und ich hoffe, es ist noch lange nicht zu Ende. Und was meinen Kanal angeht, ist natürlich jetzt in nächster Zeit einiges geplant. Ihr habt es gesehen, habe ich es geschafft, wieder mehr und öfters Videos zu veröffentlichen. Es hat eine neue Reihe begonnen, und zwar die Livestream-Reihe, wo ich im Westen der USA von Norden nach Süden fliege, bis nach Nordkalifornien, wie es von Orbix auch veröffentlicht worden ist. Da geht es mir hauptsächlich darum, euch zu zeigen, wie so eine handgemachte Region von Orbix aussieht. Dann gibt es die Showcases von OpenLC Europe. Da wird das nächste Showcase
wahrscheinlich das Matterhorn sein. Wenn dieses Video hier veröffentlicht wird, werden wahrscheinlich schon ein paar andere dazugekommen sein, da ich diese Videos ja immer ein bisschen früher produziere, als ich sie dann auch veröffentliche. Und ja, was ich euch damit eigentlich sagen will, ist ganz einfach, schickt mir Vorschläge, was ihr für Ideen habt für eine nächste Serie. Wollt ihr zum Beispiel Oldtimer sehen? Also unter Anführungszeichen, wollt ihr eher ältere Flieger sehen? Wollt ihr, dass mehr VFA gemacht wird? Oder wollt ihr, dass wir von mir aus eine Atlantiküberquerung planen mit einem Propellerflugzeug? Was auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin für alle Vorschläge offen. Und ich würde sagen, da ich immer so viel labere, lasse ich jetzt Let's Fly Around the World völlig kommentarlos ruhig ausklingen mit dem Taxi hier zum Gate in Zürich. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Ja, wir sind unterbrochen hier, wenn ich schon sage. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für die vielen Likes, die ihr mir geschickt habt. Ich danke euch für euer Feedback. Ich hoffe, euch hat Let's Fly Around the World Spaß gemacht, genauso wie mir. Und ich hoffe noch viel mehr, dass ich euch eine Inspiration geben konnte und euch sozusagen einen Ansporn geben konnte, euer Flugsimulationshobby noch zu vertiefen mit den vielen wunderschönen Add-ons, die wir haben. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem meiner Videos. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, Happy Landings!